Die Bezeichnung Sägewerk charakterisiert das Familienunternehmen Wagener nur unvollständig. Rundholzplatz, Bandsäge und Trockenkammer sind natürlich vorhanden. Doch einen wichtigen Teil des Umsatzes erwirtschaften die Gebrüder Wagener inzwischen mit der Sortierung von Landhausdielen. Mit Unterstützung der Firma Ruhotec ist in der Sägehalle ein kompaktes Hakensortierwerk entstanden. 20 Stapelwagen sind beidseits der Anlage aufgereiht, die aus 20 Sortierpuffern kontinuierlich bestückt werden. Der Weg der getrockneten Dielen beginnt auf dem Aufgabetisch vor der Halle. In vorsortierten Paketen werden sie gegen einen Anschlag gefahren und um etwa 45 Grad geneigt. Lage für Lage rutschen die Dielen auf den Sortiertisch. Die Stapellatten werden dabei automatisch abgeführt, vereinzelt und dann wieder gebündelt. Bei der visuellen Sortierung orientiert sich der Inspekteur an den Regeln des APECF, die inzwischen auch in die europäische Norm 975.1 eingeflossen sind. So gelangen nur Dielen von gleichem Aussehen, gleicher Breite und gleicher Länge in eine Box und später auf eine Palette. Dielen mit Baumkanten oder groben Holzfehlern kann der Inspekteur zurücklegen und nachkappen, bevor der nächste Haken das Brett übernimmt. Ist die vorbestimmte Box erreicht, wird das Brett vom Haken abgestreift. Durch den langsamen, aber kontinuierlichen Materialfluss reichen 2 bis 3 Hilfskräfte aus, um die Dielen aus den Puffern auf die bereitgestellten Stapelwagen zu ziehen. Seit das Ruhotec-Sortierwerk in Betrieb ist, konnten Sortierqualität und Tagesleistung bei Wagener deutlich gesteigert werden.